erzähle euch heute die Geschichte von dem eskalativsten Urlaub, den ich in meinem Leben jemals hatte. Nach dem Urlaub brauche ich Urlaub, wirklich. Ein Urlaub, nachdem man Urlaub braucht. Vorher zu sagen, Leute, macht das alles auf gar keinen Fall nach. Trinkt nicht zu viel. Trinkt am besten gar nicht. Die Stunts sind von Profis ausgeführt, sogar wirklich. Ich muss hier ein bisschen nacherzählen, weil sonst wird das viel zu wirr. Es ist nämlich viel zu viel passiert. Es wurden Handys geklaut, deswegen habe ich Aufnahmen nicht mehr. Wie wir fast 300.000 Euro Strafe zahlen mussten, das seht ihr jetzt. Film an. Okay, Freunde, wir sind gerade angekommen. Es geht absolut rund. Wir sind heute mit dem Flieger in den absolut kreiskrankesten Urlaub geflogen. Ratet mal, wo wir hier sein können. Also, man kann es vielleicht erahnen. Selbst am Flughafen ist es schon eskaliert. Ob man erahnen kann, wo wir hinfliegen. Und wir sind hier, um die krankeste Scheiße ever zu machen. Wir sind dann noch nachts am Haus angekommen und es war direkt irgendwas faul an dem Haus. Denn, die Tür stand einfach komplett offen. Schon vorher. Ich will das schon mal vielversprechen, dass das Haus einfach die Tür offen hat, Digga. Wir sind in Malle angekommen, meine Freunde. Was ist denn hier los? Das ist absolut geil. Wir haben ein riesiges Haus mit riesigem Pool. 15 Leute sind wir in diesem Haus. Das wird absolut krank. Und am Ende auch noch ein großes Finale machen. Eine Riesenparty, eine Abschlussparty. Dafür habe ich ganz viel geplant. Es wird richtig krank. Aber es gibt ein paar Nachteile. Komm mit. Als wir hier angekommen sind, haben wir so ein kleines Schild entdeckt. Es gibt Geldstrafen bis zu 300.000 Euro, wenn man Belästigung der Nachbarn macht. Das haben wir natürlich nicht vor. Verwendung von Musikinstrumenten. Hast du dein Saxophon dabei? Ja. Gut. Erzeugen von lautem Lärm. Gott, hier steht dann auch, hier wird es noch viel schlimmer. Die Veranstaltung von Partys und Zugang fremder Personen vom Grundstück ist streng verboten. Wir werden innerhalb von 24 Stunden rausgeworfen, wenn wir das machen. Also wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich obdachlos sein am Ende des Tages. Es wird auf jeden Fall eine witzige Zeit mehr. Wir hatten Großes vor in diesem Haus, deswegen diese Schilder, die konnten uns nicht aufhalten. Ey, das Haus ist so ranzig eigentlich, ne? Also, ich spare auch noch. Erstmal kommen wir hier rein und die Sachen stehen hier einfach noch. Es ist auf jeden Fall überall Schimmel und so, aber egal, wir werden hier eh nur feiern, also. Für die große Party am letzten Tag habe ich mir eine riesige Anlage gestellt. Digga, guckt euch das nicht mal an, Junge. Es stinkt so nach Scheiße hier. Was ist das denn? Junge, wir werden. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Es sind nur Psychopathen hier, Leute. Warum ist hier ein Feuerlöscher am Hängen? Den brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Es wird wild. Wir haben überlegt, warum lange warten, wenn man nicht auch jetzt schon die große Party machen könnte. Wir waren alle motiviert. Also, let's go. Der große Tag der Party ist gekommen, Freunde. Wir haben uns jetzt die Küche ein bisschen verwandelt. Wir haben die Küche jetzt zu einem kompletten Eskalationsraum gemacht. Heute wird es hier komplett eskalieren, hoffentlich. Wir haben außerdem noch die Bänder von der letzten Party genommen und werden die heute verteilen. Alle aus dem Haus haben ein weißes Band, damit wir wissen, wer im Haus wohnt noch. Ja, ne? Schlau. Wir sind dann zum Megapark losgefahren, aber nur aus dem einzigen Grund, damit wir Leute für unsere Party, nur Gäste bekommen. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade im wilden Taxi. Sehr, sehr geil. Wir fahren jetzt wirklich nur in den Megapark, um Leute für unsere Party zu holen. Also, wir wollen nicht feiern. Wir wollen nicht feiern. Wir wollen nicht feiern. Die Top 10 größten Lügen der Weltgeschichte. Wir wollten natürlich nicht feiern, ist ja klar. Leben und ich haben uns natürlich perfekt dran gehalten, nicht gefeiert und nur auf die Gäste geachtet. Naja, zum Glück haben die anderen die Bänder gut verteilt und coole Gäste. Wir hatten nur Publikum Ü50 da, das war einfach nur toll. Die Jungs haben wirklich auf einmal so eine Rentnergruppe gefunden und haben einfach jedem das Band gegeben. Oh Mann, das kann nur gut werden. Am Ende waren aber alle Bänder weg, also wir hatten gehofft, ey, irgendjemand wird schon kommen. Sind dann ins Taxi zurückgefahren und der Taxifahrer meinte, Alter, hier sagt gerade jeder, wir müssen zu dieser krassen Party. The biggest party ever. Yes. The biggest bit. It's gonna be insane. Very crazy today. Holy shit. Und wir dachten so, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Das haben wir angerichtet. Es waren erst ein paar Leute da. Und dann auf einmal waren einige Leute da. Ja, aber leider die zwei Obis nicht, die wir angesprochen haben. Das hat mich echt enttäuscht. Ich habe einen guten Schwiegersohn für euch. Also. Hallo. Naja, ob das so ein guter Schwiegersohn ist, das sehen wir mal später im Vlog. Gleich ist sowieso was anderes. Das Krasse an der ganzen Party war, ist, dass wir einfach einen Stuntman vor Ort hatten. Und zwar Simon. Und einen Stuntman vor Ort zu haben, ist wirklich auf einer Party eine sehr geile Sache. Wie gesagt, nicht nachmachen, sondern der Mann kann das, er ist Profi. Was geht jetzt vor sich? Was geht vor sich? Was geht vor sich? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott. Komplett geil! Okay. Doch dann musste es natürlich passieren. Die Polizei kam. Ach nee, Digga. Ein gefährliches Afrika. No. Die Jungs sind dann zu mir gerannt und haben gesagt, ey Moritz, Musik aus, die Polizei war da. Moritz, alle Gäste waren ultra geschockt und wollten direkt rausrennen, dass wir aber. Denn das wäre aber ultra schlimm gewesen, weil wenn die Gäste rausgerannt werden, wäre die Polizei in die Arme gerannt. Deswegen meinten wir, komm, Leute, versteckt euch irgendwo, versteckt euch. Und ich war natürlich auch ultra schockiert, dass die Polizei da war. Das ist nicht so lustig, wie du sagst. Das ist ein bisschen lustig. Boah, das ist nicht so lustig, wie du sagst.
Ich hab irgendwie gar nichts gecheckt, es war so schlimm. Das Problem war aber, dass die Polizei weiterhin vor der Tür stand und den Hausbesitzer sehen wollte, was leider ich war. Die hat gesagt, Leute, geht ihr hin. Ich geh doch, ich hab mit dem Haus hier nichts mehr zu tun. Ich fahr nach Hause, ich kenne euch alle nicht mehr. Moritz, komm jetzt mit. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin dann aber irgendwann doch zur Polizei hingegangen, habe ich das dann auch alles geklärt. Also die waren echt relativ freundlich dafür, dass wir da so eine Party gemacht haben. Sorry for the inconveniences. Wir haben dann die ganze Zeit mit der Polizei diskutiert. Die meinten die ganze Zeit, wir müssen diese 300.000 Euro Strafe zahlen, die sie da hingeschrieben haben. Und wir dann so, ich habe keine 300.000 Euro gerade dabei. Can you see the fine here? This is the fine. Should we be silent? Yes, this is the fine. Am Ende konnte ich sie aber dann noch halbwegs beruhigen. Wir haben die Musik auch sofort ausgemacht und es war noch wirklich nicht so spät. Wir haben sehr früh angefangen. Aber wir hatten sehr, sehr, sehr viel Glück, dass die einfach so wieder gegangen sind. Die ganzen Gäste waren ja jetzt weg. Boah, wo sind sie denn auf einmal? Die haben sich alle versteckt. Dann will ich mal sehen, wo das Versteck der Gäste war, oder? Guck mal doch mal rein. Ja. Ihr habt mich ja mega gut versteckt, wirklich. Aha! Wunderbar! Das war aber ein gutes Versteck zufälligerweise rausgesucht. Perfekt. Aber am nächsten Morgen haben wir dann eigentlich die Konsequenzen erstmal realisiert, was eigentlich alles passiert ist. Denn es ist doch so viel passiert, was wir nicht gefilmt haben. Seht her. Party war cool. Die Party war wirklich mega nice. Kurzes Fazit der Party. Es war wirklich mega nice. Wir haben die ganze Zeit Tim nicht gesehen. Der war irgendwie nicht auf der Party da. Wir dachten, wo ist der? Scheinbar wurde er von zwei Leuten einfach ausgeraubt auf dem Weg. Die haben ihn festgehalten und sein Handy geklaut. Oh, Portemonnaie, Ausweis, alles weg. Sven hat sein Handy auch verloren irgendwie. Ich verstehe es nicht. Von einem Kollegen von uns ist die Kniescheibe rausgefallen. Hilf dem Mann. Ach du Scheiße. Oh Gott. Also es war wirklich ein erfolgreicher Abend, Freunde. Ich zeig euch mal, wie es aussieht. Ich hoffe, es sieht nicht allzu schlimm aus draus. Sven, wo ist eigentlich dein Handy? Ist geklaut worden. Perfekt. Es ist auch irgendwie die ein oder andere Liegeweste noch in den Pool geflogen, habe ich gesehen. Bin nachts zum Taucher geworden. Ich habe den kompletten Pool ausgeräumt. Er ist wieder clean. Jede einzelne davon musste ich mit Hand rausholen. Das war wirklich unglaublich. In einem Zimmer sind die Gäste scheinbar so randaliert, dass man einfach nicht mehr das bewohnen konnte. Das war wirklich geisteskrank. Das Zimmer ist wirklich, das kannst du komplett vergessen einfach. Das kannst du einfach in die Tonne kloppen, wirklich. Oh Gott. Wir wissen bis heute nicht, wer das war, aber wir hatten eine Idee. Die werden uns wahrscheinlich 500, 600 Euro für diesen dummen Schrank berechnen. Deswegen werden wir den jetzt wegschmeißen. Der fällt doch nicht auf, wenn er den nicht mehr ist, oder? Weiß ich ja nicht. Wir werden ihn jetzt einfach hier wegtun und dann kaufen wir einen neuen Schrank bei Ikea und stellen ihn einfach hier rein. Wir haben außerdem noch eine kleine Beschwerde erhalten vom Airbnb, dass hier angeblich eine riesen Party war, aber das stimmt ja gar nicht. Habe ich zurückgeschrieben, wir haben den Geburtstag gefeiert und wir haben um 0 Uhr ein bisschen Happy Birthday gesungen. Mehr ist hier auch nicht passiert tatsächlich. Toll, toll, toll. Ab nach Deutschland, Freunde. Das ist jetzt erstmal genug Party. Macht das auf jeden Fall nicht nach, Leute. Freunde, es kommt bald groß auf euch zu. Ich habe das Gefühl, dass so bald ein Vlog ansteht, ne? Junge, bald Vlog 1000 einfach. Es wird wild. Let's go, wir sehen uns. Ciao.